In der Tabelle irgendwo im Nirgendwo, bei den Kuriositäten nach wie vor Spitze, am Mittwoch zeigten sich die Spieler von Hannover 96 schlagfertig, mittendrin, ein Spieler, der am Samstag gegen Fürth einmal wieder eine Rolle in der Startelf hätte spielen können, war am Mittwoch im Training nur schwer einzufangen, Simon Fallette. Imago-Images: Vor gut zwei Wochen waren es die Greenkeeper, die beim Schneeräumen mit schwerem Gerät gleich den ganzen Trainingsplatz unbespielbar. Vor dem jüngsten Spiel in Düsseldorf dann die Meldung von der wundersamen Heilung Müller-Wohlfahrt, der den zum langzeitverletzten erklärten Stürmer Marvin Dutsch über Nacht für die Partie spielfähig erklärt. Nun, nachdem Hannover 96 durch das 2:3 bei Fortuna in der Tabelle irgendwo im Nirgendwo zu versinken droht, die nächste Kuriosität: Nach einem Zweikampf im Training drohte am Mittwoch unter den Spielern kurzzeitig eine Massenschlägerei. Drei Runden gegen Haraguchi, Bastos und Franke. Der Vorfall und die Mitwirkenden in der Reihenfolge des auch: Runde 1, Simon Fallette und Genki Haraguchi geraten in einem Spiel im Kleinfeld zunächst verbal aneinander. Nach einem Stoß Fallettes geht der Japaner zu Boden. Mitspieler eilen heran, um den aufgebrachten Fallette zu beruhigen. Spielersteckbrief: Haraguchi, Haraguchi, Genki. Spielersteckbrief: Haraguchi 10, Haraguchi, Genki. Hannover 96, Japan. Spielerprofil: Spielersteckbrief: Fallette, Fallette, Simon. Spielersteckbrief: Fallette 5, Fallette, Simon. Hannover 96, Guinea, Frankreich. Spielerprofil: Runde 2, Fallette dreht laut Augenzeugen und übereinstimmenden Medienberichten nach kurzer Verschnaufpause ein zweites Mal auf, steuert erneut auf den von Kollegen geschützten Haragu. Inzwischen sind auch die Trainer, Chefcoach Kenan Kozak und sein Kose hat immer Fallette lenkt auf Baris Bastos um. Runde 3, nun wird auch Abwehrkollege Marcel Franke, der ebenfalls zurückgehalten werden muss, Objekt der Aggressionen des Ex-Frankfurt. Schließlich kann Kozak diesen einfangen und ihn zum Abkühlen auf eine lautverbale Provokationen gegenüber Fallette. Die Vorfälle vom Boxing Day, über die Hannover 96 am Abend in Auszügen selbst in einer offiziellen Mitteilung informiert, sollen nun von höchster Stelle aufgearbeitet werden, zumal auch mögliche vorausgehende verbale Provokationen gegenüber Fallette im Raum stehen. Nach Clubangaben gaben sich Haraguchi und Fallette später im Stadion in an die Hand und räumten den Streit ab. Wir haben mit beiden Spielern ausführlich über die Situation gesprochen, wird 96 Sportdirektor Gerhard Zubert. Dass es auch im Training mal hitzig zugeht, ist normal. So etwas wie heute darf Simon trotzdem nicht, das ist nicht zu akzeptieren. Er weiß aber, dass er da überreagiert hat. Konsequenzen werde es in jedem Fall zuwarten. Wie die genau aussehen, werden wir morgen, am Donnerstag, die Redaktion, es ist für alle gut, erst noch einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Bitter, der schlagfertige Fallette hätte am Samstag gute Aussichten auf eine Rückkehr in die Startelf gehabt. Der 29-jährige Defensivspieler galt in der Innenverteidigung als Ersatzkandidat für den mit einer schweren Oberschenkelverletzung ausfallenden Timo Hüb, Michael Richter, Burgstaller und Dursun Überragen. Die Kicker 11 des 22.